Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Scum, zusammen mit unserer Jane und Grace. Schön, dass ihr da seid. Wir haben am letzten Mal ein bisschen die Polizeistation gelootet und irgendwie sind hier doch noch ein paar Gebäude mehr aufgeploppt, die ich mir sehr gerne mal anschauen würde. Achso, hier, setz dich nochmal kurz hin, Jane, bitte. Ich finde unsere Sturmhaube sieht eigentlich schon ein bisschen doof aus, aber... Von vorne sehen wir uns ja jetzt recht selten. Und erstmal lassen wir das einfach mal so stehen. Und wir dürfen mittlerweile sogar 63% Ausdauer wieder regenerieren. Das heißt, Grace, ich bin mir mal nicht ganz sicher, wenn ich jetzt sage, Grace geht's gut, weil eigentlich liegt Grace ja im Sterben. Aber wir werden Grace ja noch ein wenig bei uns haben. Und ich glaube wirklich, es sind echt Stunden und nicht Ingame-Stunden. Zombie. Puppet. Hier, komm, Tarn. Tarn-Level. Du hast eigentlich einen Rucksack, der ganz nett aussieht. Haha. Eigentlich würde mich jetzt mal interessieren. Ist ja jetzt für mich auch eine kleine neue Session, wo ich auch wieder so 2 bis maximal 3 Folgen aufnehme. Das heißt hier wieder, das ist jetzt das erste Mal, dass ich 2 Stück am Stück aufnehme. Ich würde mich mal interessieren, ob der Loot dann... Jetzt kriege ich den Rucksack auch noch. Das war ein Scherz. Der ist zwar geil, aber... Aber... Den kriege ich doch eh nicht wieder repariert. Aber danke dir. Würde mich mal interessieren. Jetzt nicht unbedingt, weil ich dann jetzt jedes Mal, wenn ich neu einlogge, dieselbe Ortschaft nochmal neu machen möchte, sondern einfach nur aus Interesse. Hat sich den gelootet? Okay, den da vorne hatte ich auf jeden Fall gelootet. Nee, das hat er nicht. Aber hier... Also ich meine, ich kann was mitnehmen. Das ist ja kein Problem. Aber lass uns einfach mal nochmal reinschauen. Machen wir mal die Kurzfassung. Die Zombies sind auf jeden Fall wieder da. Hier hinten. Machen wir einfach mal kurz, wirklich. Ah, wahrscheinlich wieder oben. So, ich nehme meinen Pfeil wieder. Verschlossen. Tatsächlich, kann ich die dann theoretisch jedes Mal wieder machen? Interessant. Also ja, einmal kurz, so machen wir und dann gehen wir in die Hallen. Dann ignoriere ich die anderen Gebäude einfach mal. Weil wenn ich jetzt weiß, dass das jedes Mal wieder nachspawnt, dann ist das irgendwie ein bisschen doof. Also dahingehend streng genommen auch wieder Schlimmeres, aber muss ja nicht sein. So, jetzt nimmst du den mal in die Hand, damit wir den einmal verbrauchen können. Yep. Ich bin froh, dass diese Dietriche hier so stabil sind. Ich konnte nicht mal rein. Doch, ich krieg die Suchanimation, okay. Nehme ich natürlich mit hier. Hier sucht er nicht durch. Also,
Er hat eben den ersten verschlossenen Behälter auch gar nicht durchsucht gehabt, oder? Kriegt man Pfeil? Jo. Das hat er übernommen. Okay, dann muss ich hier doch mal etwas genauer gucken. Weil mich jetzt wirklich brennend interessiert. Hi! Na? Hab dich auch lieb. Ich war da vielleicht gerade ein bisschen zu sehr von mir überzeugt. C1, 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 C1. Einfach ignorieren. Ich nehme die Antibiotika, sobald wir wieder da sind und gut ist. Das ist ja peinlich hier. Auf jeden Fall ist hier noch eine Menge los. Hi! Immer schön die Leute aus der Ausnüchterungszelle umbringen. Toller Plan. Komm mal her. Taktischer Pullover, okay. So, hier. Losknacken. Genau, machen wir mal. So, ich drück jetzt. Direkt keine Gegenstände gefunden, okay. Das heißt, den hat er übernommen. Ja, das Gute ist ja, ich level dadurch jetzt zumindest Schlossknacken. Okay, dann hat in dem einen unten. Hat er in dem einen unten vielleicht einfach nur was nachgespawnt, weil wir beim ersten Mal nichts drin gefunden haben? Oh. Guck mal. Bisschen Kleinkram. Witzig. Gucke nochmal aufs Dach. Dann nehmen wir die Leiter nach unten. Oh, ich höre noch wen. Hallo? Da hinten steht einer. Ja. Oh, ich kann auch übers Dach runterhüpfen. Okay, das heißt, die Loot-Container werden quasi nicht zurückgesetzt. Finde ich ehrlich gesagt gut. Warum ich jetzt aus dem einen da Federn bekomme, wahrscheinlich auch, weil ich beim ersten Mal gar nichts rausbekommen habe. Achso, hier ist der Rucksack. Einmal ausziehen, bitte. Was ist denn eigentlich mit meinen Verletzungen? Sind die alle extern? Naja, theoretisch könnte ich mir das jetzt auch alles sparen, indem ich mich einfach ausziehe. Wenn wir mal ganz kurz gucken. Oberarm, ich einfach meine Jacke ausziehe. Die ist eh voll, ne? Ist der Rucksack wieder? Nein. Trainingsjacke? Jetzt ist es zumindest runtergegangen. Ah! Nur das ist auch erst bei 63%. Also jetzt bin ich mit extern hier weg. Da. Aha.
Das lasse ich mal so auslaufen. Gehen wir mal kurz ein bisschen freizügiger rum. Gut, sehr freizügig wieder. Gut, Feuerwehrhelm. Und? Tabak. Oh, ich nehme sie einfach mal mit erstmal. Oh, die ist kalt, ne? Ja gut. Ich kann mir auch gar nicht erklären, warum. Keine Angst, Jane. Alles gut. Du kannst gleich wieder dich wärmer anziehen. Oh. Oh, das ist jetzt schon mal gelohnt. 5 Meter Seil finde ich richtig gut. So. Dann wollte ich noch in die andere Halle. Achso, bin ich schon mal vorbeigelaufen. Ah, Skibrille? Motorcycle. Naja, ist auch okay. Habe. Kann ich damit dann irgendwas anmalen? Ich stelle mir diese Frage jetzt laut und werde es vielleicht auch schon längst wieder vergessen haben, bevor ich irgendwann mal ausprobiere. Oh. Oh, die Axt würde ich gerne mitnehmen. Spitzhacke brauche ich jetzt, weiß ich nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob man die hier überhaupt braucht. Aber wahrscheinlich Todes, das würde es nicht geben. Es gibt auch Schaufeln. Gut, 10 Meter Draht. Okay. Nice. So, Jane, wenn du jetzt einfach ein bisschen läufst in die oben ohne Kirche, wird dir dann vielleicht wieder ein bisschen wärmer. Wollen wir müssen nur warten, bis die Keime ausgelöst sind. Dadurch, dass unser Immunsystem jetzt so der Gedanke. Oh, wir brauchen bei gar nichts mehr. Sehr schön. Unserem Immunsystem geht es nämlich relativ gut. Genau, hier 1,4 und 1, hier, genau, die untersten zwei sind zuerst weg mit den Keimen. Das ist ganz angenehm. Wenn ich das so richtig sehe, das Immunsystem verteilt quasi seine Kapazitäten immer komplett gleichmäßig auf alle Verletzungen. Und sobald man theoretisch genug Immunsystemkapazitäten hat, damit man eine Verletzung von den Keimen her aussitzen kann und es nicht zu schlimm ist mit allen anderen, kann man das, glaube ich, einfach aussitzen. Brauchen wir jetzt hier nicht mit Antibiotikern arbeiten. Ich habe mich jetzt auch nicht komplett ausgezogen, da hätte ich diese externen Keime komplett weggehabt. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut oder schlecht ist, aber ich setze das jetzt einfach aus. Und hoffe einfach, sobald wir hier fertig sind, so ein bisschen Messwein, wäre nicht schlecht. Wenn wir fertig sind, dass das mit der Verletzung gut genug ist, dass ich mich einfach wieder anziehen kann. Eine Weihnachtskugel. Schön, dass man Altar geplündert. Das ist. Papier. Da, da, da. Nee.
Okay. Das müssen wir mal ausprobieren. Einfach ein Compound-Bogen oben auf dem Turm. Das ist nicht wahr. Nein, das ist nicht passiert. Doch, ist es. So, Bäumchen. Du musst mir mal ganz kurz helfen. Schieße ich jetzt weiter? Tschüss, improvisierter Bogen. Aus Nostalgiegründen würde ich dich gern mitnehmen, aber. Ey, Compound-Bogen, wie gut ist das denn? Spiel! Boah, wie schnell der Pfeil einfach angekommen war. Das ist nicht wahr. Ja, du bist leider zu groß. Ich lasse ihn jetzt wirklich hier. Heißt jetzt aber, ich werde wohl öfter, wenn ich mal eine Kirche sehe, da mal reingehen. Alan. Rückschlag? Check. Oh, ihr zielt jetzt. Macht er das auch im Third Person? Nein. Jane, lauf mal wieder. Jetzt will ich noch mehr looten. Ja, komm. Wir nehmen noch was mit. Ihr findet bestimmt noch mehr. Und ich. Buschmeldmesser. Kopfsalat. Ah ja, komm. Ess ihn einfach. Au, das ist halt auch viel, ne? Was gibt er denn an Werten? Protein, Kohlenhydrate, der gibt alles. Oh, gut. Also so ein Kopfsalat ist natürlich geil. Besten noch so ein bisschen Dressing dazu, das wäre richtig gut. Das ist eine Trainingshose, ne? Hippie, ja, nee, die Hippie-Hose. Muss ich pinkeln? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich trinke ja momentan nicht so viel. 1% Blase, nee, lass mal. Ist die jetzt auch 61%? Schwert sich nicht, okay. Okay. Nach oben. Und dann würde ich hinten gern die beiden hier die Stallwerkstätten da mitnehmen. Hast du Geld? Nö. Ah, hat sich jetzt zumindest nicht so gelohnt. Lauf nicht so schnell. Da liegt was? Arbeitshose. Die hat mehr Taschenplatz, oder? Jawoll.
Ich hab jetzt gedacht, hier sind vielleicht noch Strohballen drin, aber egal. So, ab in die Natur. Wir wollten raus aus der Stadt. Habe ich hier geparkt? Ja. So, wie sieht's mit den Wunden aus? Gesundheit. Perfekt. Achso. So, jetzt dürfte die auch gar nicht mehr kalt sein, ne? Wir können uns nochmal Mais mitnehmen. Mein Schubkarre ist voll, oder? Jane! Ist zwar schön, aber wir können eine Pause machen nach der Folge, ja? Hier zum Beispiel die Bolzen kann ich stapeln. Die nehme ich mal alle raus. So, 10 Bolzen. Ich glaube, höher geht auch gar nicht. Ah, mir fällt gerade auf. Er hat jetzt die anderen Aufbrechschränke um wieder mit dem großen gemacht. Ich wollte den kleinen ja aufbrauchen. Muss ich meine Klamotten mal wieder reparieren? Die Schuhe können aber gut. Das sind Zombie-Schuhe. Die gehen eh nicht auf höher 50%. So. Da hätte doch noch Sonnenblumen. Komm, Spiel, gib mir großzügig was zu essen. Bitte. Jetzt ist hier wieder warm. Ja, irgendwas ist vielleicht ein Ticken zu viel. Oh. Oh. Ich dachte, ich nehme so 2-3 Maiskolben mit. Was gab es dagegen? Ist doch Sonnenblumenkerne. Hier hinten, da gibt es ganz viele. Ah, ich guck gleich. Boah, aber ich habe hier so viel Mais. Da wird doch irgendwo einer bei sein. Nein. Wow. Ich kann es dem Spiel nicht mal übel nehmen. Es hat mir einen Compound-Bogen geschenkt. Ha. Würde ich gerne noch mal wissen, wie ich den repariere. Den würde ich ja dann gerne schon behalten. Ist das jetzt auch schon der beste Bogen, den man haben kann? Ich weiß, im Stream gab es die Anmerkung, dass Staffel 1 ja doch recht kurz war und dass es schön wäre, wenn die Staffel jetzt hier ein wenig länger wird. Wenn ich vom Spiel allerdings jetzt irgendwie schon in den ersten paar Tagen einfach mit allem so zugeschmissen werde... Weiß ich nicht. Dann habe ich ja doch viel... Oh mein Gott, da ist mal einer. Dann bin ich ja doch viel schneller am Ziel, als ich jemals gedacht hätte. Oh, danke. Ja, du hast gerade aufgehört, dass ich drüber zugehört, dass ich drüber nachdenke, dass es gar nicht so lange wird, ne? Weil du mir zu viele Geschenke gibst. Und jetzt gibst du mir noch mehr Geschenke als Antwort. So, jetzt will ich's wissen. Ist nicht wahr! Ah, Scheiß auf den Pfeil. Ich wollte mir die Folge doch eh neu machen. Den nächsten esse ich. Falls ich einen finde. Ah! Essen.
Ich würde den Magen komplett vollhauen. Also ich gucke jetzt noch ein paar mehr und würde mir meinen Magen einfach komplett dicht hauen. Je nachdem, wie lange die brauchen zum Verdaut werden. 19, 18? Ja, doch, doch. Das würden recht viele sein. Aha, komm, essen. Danach nehme ich wieder mit. Oh, wir gehen Richtung Sonnenblumen zurück. Da sind sie ersten. Kann ich mich überhaupt looten? Oh. Oh, schade. Ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass ich die looten kann. Für Sonnenblumenkernen oder so. Na dann nicht. Gibt Schlimmeres. Boah, raus aus der Ortschaft, rein in den Wald. Ist noch Mais? Ja, tatsächlich. Ach, shit. Komm, einen kann ich noch essen. Schön. Hätte auch gar keinen Platz für einen weiteren, ne? Na doch. Ließ sich machen. Rein fürs Protokoll. Jetzt hätte ich wieder Platz. Na, komm, komm. Na, 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 na. Nein, hör auf. Ach doch. Ich habe anscheinend noch einen Platz gehabt im Inventar. Der hat das jetzt in die Sporantasche gepackt. Die hatte ich gar nicht mehr auf der Schüssel. Naja. So, ab geht's. Oh. Ach, wegen der Axt, klar. Ich hab gar keinen Platz mehr. Gut. Ich glaub's nicht. Vielleicht nehme ich mir die Pfeile vielleicht doch noch mit. Noch eine Nadel. Lass uns raus aus der Ortschaft. Es wird doch dunkel. Ja, nee, 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 nee. Ich lass den Bogen hier liegen. Genau so sehe ich auch aus. Haha. Träum weiter. Wo ist meine komische Tasche? Boratasche, hier.
So. So. Okay. Genau, ich lasse den Compound-Bogen einfach liegen. Wir sind schon bei 30 Minuten. Warum? Nein. Naja, ist okay. Dann machen wir uns das nächste Mal hier gemütlich eine Tour. Basteln uns zusammen. Gehen ein bisschen Richtung Händler. Das heißt eigentlich der Straße voll. Dann kommen wir auch wieder ins kalte Gebiet. Was ganz geil ist, weil ich ja anscheinend zu warm angezogen bin. Locations-technisch sieht es ein bisschen schwieriger aus. Aber machen wir uns unterwegs jetzt mal ein paar von den schönen Pfeilen. Was heißt die schöne Pfeile? Holzpfeile mit Metallspitze ist das, glaube ich, gewesen. Und Federn. Einen begrenzten Rahmen, da wir auch nur begrenzt Federn haben. Ich kann in der Zeit nochmal nach Hagebutten gucken, aber. Das ist schon wieder so gut hier. Hier ist mal. Schön dünn. Ah. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.